Ja, jetzt schauen wir uns die Aufgabe 5 an. Geben Sie die Mengen in mathematischer Schreibweise an. Ja, fangen wir mit der Menge d an. Wie können wir das beschreiben mit Intervallen? Also wir können zum Beispiel sagen, ja, wir haben von 3 bis 6 und 2 bis 7, also von hier 3 bis 6 und 2 bis 7. Damit beschreiben wir dieses Rechteck. Da müssen wir natürlich das Quadrat hier noch abziehen. Aber schreiben wir erstmal auf. Also 3 Intervall 3 bis 6, Kreuzintervall 2 bis 7. Und jetzt schließen wir was aus. Das, was wir ausschließen, ist hier von 3 bis 5 und von 2 bis 4. Ja, und dann haben wir die Menge beschrieben. Also 3 bis 5, Kreuz 2 bis 4. Wir können das natürlich auch anders machen. Wir können auch mit einer Vereinigungsmenge hier arbeiten. Oder d ist gleich. Dann nehmen wir erstmal das hier oben. 3 bis 6, 4 bis 7. Und dann nehmen wir das Stück 5 bis 6. 2 bis 4. Ne? Okay, also dann wird da stehen 3 bis 6, Kreuz 4 bis 7. Vereinigt mit 5 bis 6. Habe ich runde Klammer vergessen. 5 bis 6, 2 bis 4. Ja, also nochmal. 3 bis 6, 4 bis 7 ist das. 5 bis 6, 2 bis 4 ist das. Okay, dann Menge E. E sind einfach Punkte. Welche haben wir hier? Wir haben hier einmal bei 1, hier bei 3, hier bei 5. Das heißt, die Menge für die x-Achse ist 1, 3, 5. Kreuz und dann die Menge auf der y-Achse hier 1 und 3. Also Menge 1, 3. Und damit bekommen wir wieder Tuppel. Das sind also unsere Punkte, die wir hier oben haben. 1, 1, 1, 3, 3, 1. 3, 3, 5, 1 und 5, 3. Dann noch die Menge F. Hier gehen wir von 3 bis 4 und von 0 bis 6. Das ist der erste Bereich, also 3 bis 4. Kreuz 0 bis 6 vereinigt mit der nächsten Menge, das ist hier von 0 bis 7 und von 6 bis 7. Ja? Also vereinigt 0 bis 7, 6 bis 7. Okay, das war Aufgabe 5. Dann kommen wir noch zur letzten Aufgabe, Aufgabe 6. Wir bezeichnen die Menge aller Punkte einer Geraden mit f, die Menge aller Punkte einer zweiten Gerade, die in derselben Ebene liegt, bezeichnen wir mit g. Welche Lage haben diese Geraden zueinander, wenn f geschnitten mit g als Ergebnis ein Tuppel xy ergibt? Ja, wenn wir einen gemeinsamen Punkt haben, ne, was ja hier steht, wir haben einen gemeinsamen Punkt von der geraden f und der geraden g, dann müssen die sich in diesem Punkt schneiden. Ja, also die Geraden schneiden sich da sie nur einen gemeinsamen
Punkt besitzen. B, f geschnitten mit g ist die leere Menge. Ja, wann, was kann sein, wenn die Geraden im Raum laufen würden, dann könnten die auch windschief zueinander sein. Das geht in der Ebene natürlich nicht. Das heißt, die können entweder sich schneiden, hatten wir gerade oben, sie können identisch sein, und dann haben sie aber unendlich viele Punkte. Oder sie haben nur, sie haben gar keinen Punkt gemeinsam und dann müssen sie parallel laufen. Ne? Also die Geraden laufen parallel, da sie keinen gemeinsamen Punkt besitzen.